eigentlich auch eine schnelle Umsetzung, indem wir das entsprechende Jugendgesetz in Begutachtung schicken, also die Novellierung dazu, machen wir den ersten konkreten Schritt in diese Richtung. Das Ziel ist, dass wir noch Ende dieses Jahres dem Landtag dieses Gesetz vorlegen und auch mit einem Beschluss herbeiführen und dieses Gesetz, also die Novelle zum Jugendgesetz mit Wirksamkeit 1. Mai 2018, dann auch Gültigkeit erlangen soll. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass wir diesen, nach mehreren Anläufen eigentlich, auch diesen Schritt setzen können. Österreich ist ja leider ja, noch in einer Gesellschaft von zwei anderen EU-Ländern, nämlich Belgien und Luxemburg, die diese Bestimmung, was das Rauchen betrifft, noch nicht vollzogen hat. Und ab Mai 2018 erfüllen wir dann auch die internationalen Verträge zur Tabakprävention, die ja eigentlich auch schon in Österreich schon lange beschlossen sind. Wir wissen, dass Jugendliche eine schnellere Abhängigkeit entwickeln. Das Gehirn ist mit 18 oder mit 16, das ist ja die jetzige Bestimmung, auch noch nicht wirklich vollständig abgeschlossen. Das Rauchen wirkt sich auch auf das Wachstum oder auf das Nichtwachstum der Lunge aus. Und wer früher beginnt mit dem Rauchen, kommt für den Rest des Lebens einfach schwerer los davon. Wer aber später, ja, oder anders gesagt, wer sozusagen abgehalten wird vor dem Rauchen, ja, das bedeutet, dass auch das Rauchen ja, mehr oder weniger vielleicht gar kein Thema werden könnte. Und das ist etwas, was eigentlich erstrebenswert ist. Ich persönlich habe ja in vielen Diskussionen, die wir bereits im Landtag geführt haben, dass diese Schutzalteranhebung beim Rauchen auf 18 immer begrüßt und sage auch dazu, dass nur eine Gesetzesänderung zu wenig wäre. Ja. Das wäre kein starkes Gesetz, sondern es braucht dazu natürlich auch begleitende Maßnahmen. Das haben wir als Landesjugendreferentinnen und Jugendreferenten mit der Bundesministerin Kamersin auch im März beschlossen, dass es parallel dazu auch Maßnahmenpakete geben soll im Bereich der Prävention, der Abgabe und der Zugänglichkeit und auch was die Kontrollen betrifft. Eigentlich wollte ich schon früher mit der Novellierung des Jugendgesetzes in Begutachtung gehen. Wir haben aber jetzt sozusagen diese Maßnahme, was das Rauchen betrifft, wir haben abgewartet, weil es gab noch andere Bereiche, die wir nachjustieren werden. Ich darf nur taxativ jetzt noch aufzählen, welche anderen Bereiche in der Novellierung jetzt vorgesehen sind. Nämlich, dass unter 16-jährige Jugendliche, die schon sehr früh zu arbeiten beginnen, ja, Beispiele Bäcker, nunmehr schon vor 5 Uhr früh ja, sich auf öffentlichen Plätzen oder im öffentlichen Raum aufhalten dürfen, wenn sie sich auf dem Weg in die Arbeit befinden. Da gab es sozusagen noch eine Unschärfe. Grundsätzlich ist der Besitz und der Konsum von Alkohol ja erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr möglich. Und im Rahmen dieser Novelle justieren wir auch dort nach, wo Jugendliche unter 16 mit Alkoholika zu tun haben, nämlich wenn sie kochen ja, oder Getränke mixen. Ja. Und diese Unschärfe wird jetzt auch sozusagen ausgeräumt, dass nämlich Jugendliche mit Alkohol auch sozusagen im Rahmen ihrer Berufsausübung hantieren dürfen. Und dann gibt es auch wird vorgesehen, dass ein Zutrittsverbot für Minderjährige zu Lokalen oder Veranstaltungen gelten soll, wo alkoholische Getränke ohne Mengenbegrenzung und weit unter dem üblichen Preis angeboten werden. Ich sage jetzt, das sind diese 1-Euro-Partys oder Flatrate-Partys. Ja. Da wird dieses Gesetz auch Maßnahme oder dieses Verbot vorsehen. Und ebenso ist es dann erlaubt für unter 16-Jährige, wenn sie berufstätig sind, beispielsweise in einer Trafik,
dass sie auch unter 16, wenn sie unter 16 sind, dass sie Tabakprodukte auch sozusagen weitergeben im Sinne von verkaufen dürfen. Und das sind sozusagen die wesentlichen Änderungen, die mit der Novellierung auch einhergehen werden. Jugendliche brauchen Raum und Zeit, aber sie brauchen auch und benötigen auch Schutz. Und unter diesem Aspekt des Schützens gehen wir mit dieser Novellierung einen großen Schritt in die Richtung, dass wir diesen Schutzgedanken auch für die bis 18-Jährigen, was das Rauchen betrifft, ausweiten. Ich darf dich, Herr Landesrat, um deine Ausführungen ersuchen. Ja, meine, sind wir die anderen noch? Hört sich gar nicht aus. Okay. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerne schließe ich nahtlos an und darf zuallererst sagen, dass ich mich natürlich außerordentlich freue, dass es zu dieser Anhebung des Schutzalters bei Tabakprodukten kommt. Da möchte ich sagen, möchte ich mich bedanken eigentlich bei den Jugendreferentinnen und Referenten aller Bundesländer, dass man sich auf diese Maßnahme einigen konnte und man jetzt österreichweit sozusagen hier einheitlich auf dieses Schutzalter 18 geht. Warum ist das so wichtig? Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass es sozusagen eine Grundregel gibt. Wer bis 20 nicht zu rauchen begonnen hat, fängt dann auch nicht mehr damit an. Jetzt könnten Sie dann sagen, dann gehen wir gleich auf 20. Nein, aber es ist zumindest besser, statt 16 jetzt das Schutzalter 18 zu haben, weil halt sozusagen dieser ganz besonders sensible Bereich der Jugend damit grundsätzlich unter dieses Verbot fällt. Ich darf dazu auch sagen, es wird dann immer die Frage gestellt, ja, werden diese Verbote auch kontrolliert? Lässt sich das überhaupt sozusagen durchziehen? Ja, bitteschön, lückenlos wird überhaupt kein Verbot wahrscheinlich eingehalten. Ja? Das gehört zur allgemeinen Lebenserfahrung. Ja? Und wir sind dann sozusagen im rechtsphilosophischen Thema der Normakzeptanz angelangt. Aber jedenfalls wird weniger geraucht werden, wenn es das Schutzalter 18 ist, bei den 16- bis 18-Jährigen, als es wäre bei 16 geblieben. Also das gilt es einfach festzustellen, dass das von entscheidender Bedeutung ist. Dies umso, und das passt sehr gut, gerade in die steirische Strategie. Sie wissen das ja schon von meinen Vorgängerinnen und Vorgängern. Das Thema Tabakprävention und Nichtraucherschutz in der Steiermark durchaus großgeschrieben worden ist. Eher zum Unterschied der österreichischen Rolle. Sie wissen, dass Österreich eigentlich Schlusslicht in Europa ist beim Thema Tabakprävention und Nichtraucherschutz. Und nun ist der Mai des nächsten Jahres ein in doppelter Hinsicht bemerkenswerter Monat, zumal einerseits diese Schutzaltererhöhung durch dieses Jugendschutzgesetz kommt, andererseits auch endlich das generelle Rauchverbot in der Gastronomie mit Mai nächsten Jahres Einzug halten wird. Damit wird Österreich zumindest ins Mittelfeld sozusagen der europäischen Länder kommen. Sozusagen könnte man sagen im Mai, Österreich, herzlich willkommen in Europa. Und dies ist umso mehr wichtig, weil ich Ihnen sagen kann, dass wir natürlich derzeit auch im europäischen Vergleich, aber auch absolut, ziemlich dramatische Zahlen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass von den 15-jährigen Schülerinnen und Schülern jedes sechste Mädchen und jeder zehnte Bursche täglich rauchen. 15, also heute eigentlich verboten, ja, zum Thema Normakzeptanz. Aber das sind natürlich alarmierende Zahlen, nicht zuletzt aufgrund dessen, was die Frau Landesrätin Lackner ja auch über die besonderen Auswirkungen des Rauchens bei Jugendlichen bereits gesagt hat.
Hinzu kommt, dass wir natürlich längst nicht mehr nur bei der klassischen Zigarette uns das vorstellen müssen, sondern es gibt ja auch andere Produktlinien, wenn ich so sagen darf. Zum einen die sogenannte E-Zigarette. Drei von 10 unter 20-Jährigen, also 30%, haben bereits E-Zigarettenerfahrung gesammelt. Ja? Also das heißt, auch diesbezüglich gibt es einfach einen entsprechenden Handlungsbedarf. Alles zusammengenommen bin ich sehr froh, dass die Initiative der Jugendreferentinnen und Referenten so rasch umgesetzt wird, dass Kollegin Lackner diese Gesetzesnovelle jetzt in Begutachtung schickt. Und ich sehe sozusagen dem Inkrafttreten mit 1. Mai 2018 mit Freude entgegen. Dankeschön. Herr Präsident, bitte. Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf mich einmal bedanken, dass die Wirtschaft zu diesem Thema auch mit eingeladen wurde. Der Schutz der Jugend ist uns ein wesentliches Anliegen. Nicht nur der Schutz, wie Sie auch wissen, ist die Ausbildung. Das heißt, diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Die inhaltlichen Punkte wurden ja schon dargestellt. Neben dieser Statistik darf ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin auch einmal 16 Jahre alt war, ich weiß, dass, wie schwierig und gerade in dem Alter, wie man so quasi auch in diesen Bereich reinkommt. Deshalb möchte ich und auch wir von der Wirtschaft diese Maßnahme sehr stark unterstützen. Ich darf das auch sagen von unseren Fachgruppen Gastronomie und auch von den Trafikanten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst gibt es ja oft so diese Pauschalverurteilung, naja, der Wirtschaft ist der Jugendschutz nicht wesentlich und nicht wichtig. Das möchte ich hier dementieren. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, wurde schon angesprochen, ist auch das Thema Prävention im gesamten Bereich. Da gibt es jetzt von der Gastronomie, vom Rauchen bis zum Alkoholkonsum auch viele Initiativen. Ich glaube, die müssen weiter verstärkt werden und das ist ja ein Thema, das er nicht nur mit einem Verbotsbereich so quasi erfolgreich sein wird, sondern auch generell von der Gesellschaft und von allen Verantwortlichen mitgetragen werden muss. Für uns wichtig ist auch die Novellierung, die Frau Landesrätin hat es auch angesprochen, vom Jugendschutzgesetz. Bis jetzt durfte der Bäckerlehrling so quasi unter 16 vor 5 nicht in die Backstube gehen, weil so quasi ja, die Ausgehzeit nicht vorhanden war. Das Gleiche haben wir gehabt bei den jungen Leuten, die in der Gastronomie tätig waren, also so quasi der Kochlehrling, Konditorlehrling durfte das Punschkrapferl nicht machen, weil da ist ja bekanntlicherweise auch ein bisschen Rum drinnen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass das mitgetragen wurde und auch weiter. Ja, wichtig für uns wäre auch noch, das haben die Kollegen auch gesagt, eine praxistaugliche Alterskontrolle, beziehungsweise dass man auch natürlich relativ rasch auch feststellen kann, von der Ausweispflicht her, da gibt es auch verschiedene technische Überlegungen, ob man da nicht vielleicht mit irgendeinem App oder wie auch immer das machen könnte. Ich glaube, das wäre einfach wichtig und natürlich auch ein gewisser Wunsch vorhanden, eine Übergangsfrist, nachdem ja, glaube ich, ja auch dementsprechende Zigarettenautomaten und viele Sachen auch adaptiert werden müssen, dass es hier auch eine Übergangsfrist gibt. Darf noch einmal festhalten, ein klares Bekenntnis auch von Seiten der Wirtschaft für den Jugendschutz, auch für das Thema Anhebung, so quasi auf 18 Jahre im Bereich vom Rauchen und auch mit der Unterstützung, dass wir hier auch alle diese Initiativen, die von dir und von euch angesprochen wurden, auch unterstützen wollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Danke. Ja, ich bedanke mich auch für die Unterstützung der Wirtschaftskammer, soweit wir uns da vorher schon verständigt haben, auch mit unterschiedlichen Sparten, was uns beiden jetzt sehr wichtig war, dass wir sozusagen über die Novellierung dann sozusagen reden und sie in Begutachtung schicken, wenn wir wesentliche Partner, die mitbeteiligt sind an einem erfolgreichen Umsetzen dieser Maßnahme, auch gesprochen haben. Ja, wir stehen für Fragen zur Verfügung. Den psychologischen Effekt hätte ich gerne noch erklärt, wenn jedes sechste 15-jährige Mädchen auf das Gesetz pfeift, was macht die Altersgrenze für den Unterschied? Das habe ich vorhin versucht auseinanderzusetzen. Derartige Verbote werden nie lückenlos eingehalten werden. Das sieht man etwa an dieser Zahl. Es gibt auch eine andere Zahl, dass sogar, also das ist sozusagen noch dramatischer,
Und zwar 33%, ein Drittel, der 11- bis 15-jährigen steirischen Schülerinnen und Schüler haben Zigaretten probiert. Ja, 12,6% Wasserpfeife. Interessant. Das gibt es natürlich, aber es ist auch klar, dass wenn ich das Verbot von 16 auf 18 anhebe, dass sozusagen es auch zu einer Parallelverschiebung dieses Probierens oder auch des Konsums insgesamt kommen wird. Plus wird es ja durchaus auch Kontrollen geben. Ich bin im Übrigen außerordentlich dankbar, dass der Präsident Herk heute hier dabei ist und auch dieses klare Bekenntnis der Wirtschaftskammer und damit der Wirtschaft zum Jugendschutz hier abgegeben hat. Wir brauchen die Wirtschaft da auch als Partner. Und das, was Herk sagt, ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht zu unterstreichen. Man kann nicht sagen, sozusagen pauschal, ja, die Wirtschaft tun da halt nicht mit oder so irgendetwas. Das ist wirklich, wirklich nicht gerechtfertigt. Wir werden die Partner gerade in der Gastronomie, aber auch natürlich bei den Trafiken brauchen, um diese Bestimmungen zu kontrollieren und die Einhaltung möglichst sicherzustellen. Übertretungen wird es immer geben. Also ich will da jetzt nicht zu pessimistisch klingen oder so. Ja? Nur ich hielte es für unrealistisch, wenn ich sage, na, mit der Schutzaltererhöhung, ich meine, wird es natürlich die Dinge geben. Aber ich denke schon, dass sich hier einfach insgesamt auch kulturell etwas ändert. Und das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige, dass es ein bisschen einen kulturellen Wandel einfach gibt. Und irgendwie muss es in die Richtung gehen, dass das Rauchen eben nicht cool ist. Ja? Ich bin auch wirklich froh, dass man endlich dieses absolute Rauchverbot in der Gastronomie mit Mai nächsten Jahres. So, warum? Erstens einmal, da geht es auch um Arbeitnehmerschutz, ja, weil dann kommen die Kölnerinnen und Kölner dazu eigentlich. Ja? Punkt 1. Punkt 2, das kennt eh jeder von der ganzen Welt, mit Ausnahme Österreichs und einiger ausgesuchter Länder, Maghreb-Staaten oder so irgendetwas. Es ist doch erheblich angenehmer, wenn das Wirtshaus nicht stinkt. Ja? Und ich habe einmal schon gesagt, als man sich noch nicht durchringen konnte zu dem absoluten Rauchverbot, bei einer Sitzung in Wien habe ich mir gesagt, ich verstehe da jetzt Einzelne nicht, die einzige Branche, die sich gegen das Rauchverbot in der Gastronomie aussprechen könnte, wären die Putzereien. Aber nicht die eigentliche Branche aus meiner Sicht. Und das führt vielleicht auch zu diesem kulturellen Wandel ein bisschen, ne? Weil man jetzt wissen wir zwar, dass sich etwa als das Rauchverbot in New York City doch schon vor einiger Zeit eingeführt worden ist, und das hat man sich ja ursprünglich nicht vorstellen können, dass man da irgendwo in diesen schummrigen Bars irgendwo im Village dann nicht mehr rauchen kann, nicht eigenartig. So, funktioniert aber seit Jahr und Tag exzellent. Und dort hat sich dann zwar sogar ein eigener Begriff gebildet, nicht? Eine Fusion aus Flirting und Smoking, nämlich Smirting, weil dann die Leute, die immer ausgegangen sind, rauchen und zum Reden kommen sind. Also das ist nicht der kulturelle Wandel, von dem ich spreche oder den ich mir wünsche. Aber wir können ja. Aber zumindest ist durch dieses Rauchverbot mit Sicherheit auch ein kultureller Wandel mit weiter eingeleitet. Und das hoffe ich dann, dass man in 5 Jahren zum Beispiel, wenn wir wieder über Vivi so eine Untersuchung machen, hoffe ich schon, dass man in 5 Jahren dann messen kann, dass es wirklich was gebracht hat. Und dann wird dann halt dort drinstehen, hoffe ich, also bitte schon nicht festnageln dann, hoffe ich, dass halt nicht jedes 6. sondern halt nur mehr jedes 10. Mädchen mit 17 dann vielleicht oder so. Und dass wir halt nicht 33% Zigarettenerfahrung bei den 11- bis 15-Jährigen haben, sondern vielleicht nur mehr 12%. Also das ist schon meine tiefe Hoffnung, dass man das dann, dass man das in wenigen Jahren auch wirklich messen wird können. Also das können wir jetzt ausschließen, ja. War es eigentlich ein Fehler der Wirtschaftskammer, diese Regelung so lange zu blockieren und dagegen zu arbeiten?
Ja, ich glaube, das war eine falsche Betrachtung. Also ich bin davon überzeugt, dass da hätten wir können mit Sicherheit auch uns schneller anpassen. Es hätte auch niemand geglaubt, dass ja auch in vielen anderen Ländern eigentlich das relativ problemlos funktioniert hat. Ich habe das damals, wie das in Italien, ja, habe das ja auch miterlebt. Ich glaube, das hat man einfach irgendwo nicht so erkannt. Der Zeitgeist und der kulturelle Wandel in dem Bereich ist weltweit gegeben, egal wo man hinkommt. Ich glaube, das ist einfach auch notwendig, und daraus jetzt eine politische Geschichte zu machen, ich glaube, das sehe ich völlig verkehrt. Das ist ein Thema der Vergangenheit, und ganz ehrlich, darüber noch politisches Kleingeld, also das ist der falsche Weg. Es geht ja um den Konsum und nicht um das Verkaufen. Ja. Naja, ich meine, es geht ja, das Rauchverbot ist ja Verbot, was das Rauchen anbelangt. Also der Verkauf ist ja, weil im Prinzip, der kann ja die Zigaretten dann so quasi im Verbundenen kaufen, aber konsumieren darf er es nicht. Ja, also ich möchte es. Also Jugendliche nicht, aber generell. Der Jugendliche sowieso nicht, der hat gar keine Frage. Ich meine, also du hast gemeint generell, ob überhaupt Zigaretten gelagert werden dürfen dann in einer Rauchverbotszone. Also das ist ja vielleicht eine juristische Frage. Ja. Naja, ich glaube, da muss man schon, der Trafikant lebt vom Verkauf von Tabakwaren unter anderem. Ich meine, dass das für die durchaus nicht einfach ist. Ja, also ich glaube, das muss man jetzt einmal ich würde sagen, dieser erste Schritt ist ein ganz wesentlicher. Die Trafikanten unterstützen auch diese Maßnahme, dass das Rauchen ab 18 ist, mit natürlich auch dementsprechenden Übergangsbereichen, weil ja auch die Automaten umgestellt werden müssen. Ich glaube, man wird dann sehen, wie erfolgreich, wie effizient diese Maßnahmen sind. Und ob in der Zukunft weitere Möglichkeiten da sind, ja, ich glaube, man muss einmal schauen dann auch, wie weit greift das Thema auch. Weil nur Automaten abzumontieren, ich weiß jetzt nicht, ob es da weltweit Erfahrungen gibt, dass dann weniger geraucht wird. Selbst der Verbot an meisten Ländern weltweit hat ja interessanterweise den Tabakkonsum ja auch nicht gravierend eingeschränkt. Ich glaube, da braucht es einfach mehr, oder? Da braucht es mehr in Aufklärung, mehr in Prävention. Genau. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an die Gastronomie, die bei uns durchaus diese Initiative hat, sei keine Flasche, also, und auch viele andere Bereiche. Einfach junge Leute zu sagen. Ich meine, ein Vorteil hat das Automat nebenbei bemerkt, die Alterskontrolle ist sichergestellt. Ne? Also so gesehen. Ja. Wobei, ja. Die Zigaretten kriegt. Ich darf vielleicht sagen, im Zeitalter der Digitalisierung. Es gibt ein etabliertes System, ich weiß jetzt nicht, warum man das jetzt ändern sollte. Natürlich ist die Idee ist irgendwie spannend, weil natürlich jetzt, wenn ich mir das vorstelle, dass ich elektronische Gesundheitsakte habe, ja, dass dann die E-Card via E-Card Zigarettenautomat Kontakt dann in die elektronische Gesundheitsakte eingespült wird. Ich bin dann schon ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und Alkoholkonsum. Bei aller Sehnsucht nach Transparenz, aber Gläsern wollen wir dann doch auch nicht werden, alle miteinander, glaube ich. Ich meine, wenn ich nur Daten erfasst, eigentlich. Ja, da gibt es Überlegungen. Man denkt nach. Ich glaube, sage ich mal, Zeit.
Also ich weiß, dass die Bundesgremien Überlegungen anstellen. Ich weiß, dass man an irgendeiner Smartphone oder wie auch immer, wie weit das ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube auch gerade in einem Zeitalter der Digitalisierung und vielen Möglichkeiten werden sich durchaus wahrscheinlich neue Perspektiven auftun. Ja. Und wie die Subsidiierung ausschaut, das ist euch schon bewusst, nehme ich an, als Vater einer 15-Jährigen und eines 19-Jährigen kann ich das schon sagen, da wird halt in Partys, in private Festen einbezahlt und die Eltern kaufen ein. Ja. Bringt 10 Euro mit. Naja. Ja. Also man kann es nicht. Ja. Ich mein, aber das gilt, das gilt für alle Länder, ne? Also von denen wir jetzt sozusagen in unserem Umkreis, also, wenn man den europäischen Normen irgendwie nachgeht, das gilt überall, ne? Also dass diese Möglichkeit besteht, die besteht jetzt schon. Ja? Und dass das dann nicht abgestellt ist, ist auch klar, aber konkret gibt es einfach auch mehrere Überlegungen, wie auch der Verkauf in den Trafiken beispielsweise für den Trafikanten jetzt auch ein Stück weit abgesichert werden kann, ja, was das Alter betrifft. Da gibt es einfach Überlegungen und da haben sich auch die Trafikanten schon zusammengetan, um Modelle jetzt neue zu diskutieren. Ja. Es ist auch einmal die Jugendkarte ins Spiel gekommen, ob die nicht auch sowas wie ein Ausweis sein kann, ja, ob das möglich ist, das digital bzw. elektronisch aufzurüsten. Aber da gibt es einfach auch Überlegungen dazu. Ich glaube, wichtig ist dann auch, dass das nicht nur die Gastronomie betrifft mit den Rauchverboten, sondern oder überhaupt das Rauchthema, sondern auch diverse Vereinslokale. Ich glaube, das muss und da bin ich wieder bei dem Thema, das ist eine kulturelle Sache. Ich meine, den einen oder anderen Faktor wird man wahrscheinlich nie vermeiden können, wenn Ältere so quasi für jüngere Zigaretten einkaufen. Aber wenn so quasi ein. Das sind dann Vereinslokale jetzt vom Gesetz schon erfasst, oder? Na, generell gilt in allen öffentlichen Räumlichkeiten das Rauchverbot. Ich meine, wie weit dann das Bewusstsein in einem geschlossenen Raum ist, beim weiß nicht, Verein XY, wo ich glaube, das kann auch nur mit kultureller Verantwortung dann auch. Werden rechtlich auch betroffen, ja. Und öffentlichen Raum. Die Burschen schauen, sind betroffen. Ja. Aber vielleicht abschließend. Auch in der Landwirtschaft. Ich glaube schon, dass sich, obwohl wir so hinterherhinken, obwohl Österreich im internationalen Vergleich so hinterherhinkt bei diesem Thema, ist ja auch in Österreich eine Veränderung merkbar. Ja? Also für mich ist immer das eindrücklichste Beispiel sozusagen, wo man denkt, das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, es ist aber nicht ewig her. Als ich 2000 in den Landtag gekommen bin, ja, ist bitteschön während der Clubsitzungen noch geraucht worden. Da sind so ein paar von denen haben halt geraucht worden. Ja, da hast du einmal zwei Tage, wenn die lange Clubsitzung vor den Ausschüssen war, und dort schon wie aus einer Selbstkammer rausgegangen. Ja, ja. Und, bitte. Also, so ein Dry Age. Ne? Aber die. Ja. Das ist doch völlig unvorstellbar, oder? Du würde da Club 2 im ORF, ja. Club 2. Ja. 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 Also die da hat sich alles getan. Und jetzt zum Thema eben, wirken die Dinge oder so. Eins lässt sich sicher sagen, die Zigaretten, die seinerzeit während der Clubsitzung geraucht worden sind, die werden jetzt offensichtlich nicht mehr geraucht. Ne? Ja. Also das ist zumindest weniger. Und das ist ja nur eines von wahrscheinlich aber tausend Beispielen. Und jetzt dauern die Landtagssitzungen auch wieder so lang. Ne? Also, aber wir würden jetzt auch rauchen die Arenen rauchen. Ne? Jetzt rauchen nur mehr die Köpfe. Ja. Die Sieger von Pressekonferenzen ist auch rauchen. Ja. Kann man so das wäre gang und gäbe. Ne? Ja. Ja. Ich habe aber trotzdem bei meinen Kollegen die Fragen nochmal aufgreifen, das Thema Schleichhandel und auch Strafen für Erwachsene, die an Jugendliche Zigaretten abgeben. Ist da etwas vorgesehen? Ist das in der Novelle ebenso angesprochen worden? Oder ist das ein Thema für eine eventuell zweite Phase? Ja, also was Kontrollen betrifft, da darf ich weitergeben an den Juristen der Fachabteilung, an den Herrn Magister Wünsch, ja, weil wir da ja gute Erfahrungen haben. Mario, vielleicht erläuterst du ganz kurz, welche Stufen der Kontrolle es gibt und in welchem Ausmaß wir sie auch dokumentiert haben. Also es hat sich diesbezüglich im Gesetz nichts geändert. Noch bevor keiner Strafe ausgesprochen wird, gegen
5.000 Euro, wenn Sie an Jugendliche, denen der Konsum nicht erlaubt ist, Zigaretten weitergeben. So da ist das Gesetz nicht mit. Wird es da auch eine Verstärkung der Kontrollen geben, respektive Aufstockung des Personals? Also wir machen natürlich einerseits bei den Kontrollzentren Testkäufe, die werden natürlich immer werden und es wird natürlich jetzt auch die Ordnungswache von Graz oder auch die Polizei vermehrt Kontrollen machen in Zukunft, weil das ein neues Thema ist und natürlich geschaut werden muss, dass die Jugendlichen wirklich so wenig wie möglich kontrollieren und Zigaretten auch abbekommen. Danke. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich. Machen wir Rauchpause. Und machen keine Rauchpause. Ja? Einen schönen Tag noch. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.